So, Luzi, genug ausgeruht? Ja, Pius. Jetzt erzähle ich dir gerne alles, was ich weiß über das Thema, was dir auf dem Herzen liegt. Die Vor- und Nachteile beim Thema vegan. Also du als Papagei lebst ja sowieso schon komplett fleischlos. Aber das alleine macht den Veganismus ja noch nicht aus. Veganismus beinhaltet den kompletten Verzicht auf Fleisch, Fisch, Eier und Milchprodukte. Und das geht nicht. Denn streng genommen sind ja auch Bakterien Tiere. Und diese finden sich überall. Auch in veganem Essen. Aber mal abgesehen von den Bakterien. Der menschliche Körper braucht viele Nährstoffe, um überleben zu können. Manche können ersatzweise in Form von Säften oder Pillen eingenommen werden, aber leider nicht alle. Auch findet man viele Nährstoffe in Obst, Gemüse und in Hülsenfrüchten. Kann ich nur empfehlen. Aber dann hat man immer noch nicht alles, was der Körper eigentlich braucht. Viele lebenswichtige Nährstoffe sind tierischen Ursprungs und können einfach gar nicht künstlich hergestellt werden oder dass man auf eine fleischlose Alternative umspringen kann. Dadurch bekommt der menschliche Körper, wenn man darauf verzichtet, schlimme und sehr, sehr viele Mangelerscheinungen. Besonders für schwangere Frauen, Säuglinge, Kleinkindern und Jugendliche besteht sogar Lebensgefahr, wenn man sich komplett vegan ernährt. Denn Blutarmut und Schäden am Nervensystem sind nicht zu unterschätzen. Veganes Essen ist auch nicht gerade günstig, weder in der Anschaffung noch in der Herstellung. Dadurch entsteht auch sehr viel Plastikmüll und das ist auch nicht gerade so gut für die Umwelt. Und besser oder genauso gut wie normales Essen ist es auch nicht. Viele vegane Speisen kann man schon genießen, ohne sie runterwürgen zu müssen. Doch richtiges Fleisch, Ei, Fisch und richtige Milch schmecken immer noch etwas besser als die Kopie. Das fanden zumindest Wissenschaftler heraus, die für den Veganismus waren und schlussendlich über das Ergebnis der Tester sehr überrascht waren. Fast alle konnten, ohne zu wissen, was jetzt was ist, das Richtige vom veganen Essen unterscheiden, nur allein vom Geschmack her. Auch in der Herstellung von veganem Essen schadet man, wie gesagt, der Umwelt, da ein zu krasser Verzicht auf Fleisch zum Beispiel zu einer Veränderung führen kann, die einfach zu schnell für die Welt ist. Sie käme also aus dem Gleichgewicht mit den ganzen Nutztieren, die wir zurzeit haben. Das ist zu einem Großteil auf die Herstellung auch zum Beispiel von Soja zurückzuführen, ne? Denn wenn sich jeder Mensch vegan ernähren würde, würde so viel Soja benötigt, dass es die Welt zerstören würde. Besonders der Regenwald müsste darunter leiden. Auch wenn man ehrlicherweise sagen muss, dass nicht nur die vegane Esskultur dran schuld ist, sondern auch die Tatsache, dass Soja auch dafür benutzt wird, um Tierfutter herzustellen. Eine blöde Situation, ne? Beide Seiten haben so ihre Vor- und Nachteile. Eine komplett vegane Ernährung ist zwar möglich, aber braucht Zeit. Vielleicht in einigen hundert Jahren, aber nicht heute und nicht morgen. Aber worauf müsste man achten, wenn man sich nicht nur vegan ernährt, sondern auch vegan lebt? Klar, keine Kleidungsstücke aus Leder, aber was sonst? In Gummi ist Casein.
Alle Handys haben ein Display, welches tierisches Cholesterin beinhaltet. Zahnpasta hat Lactoferrin und ausgedruckte Fotos sind mit Gelatine beschichtet. Ich könnte stundenlang so weitermachen, aber ich denke, ihr habt's verstanden. Man müsste auf sehr viele Sachen verzichten. Doch bevor gleich nur Hasskommentare unter diesem Video stehen, will ich auch ein paar Vorteile benennen. Natürlich ist der größte Vorteil, dass keine Tiere mehr getötet werden müssten, wenn alle Menschen vegan leben und essen würden. Die Massentierhaltung könnte auch endlich gestoppt werden und Tiere würden nicht mehr so gequält. Auch die Wahrscheinlichkeit an Übergewicht, Diabetes und einen zu hohen Cholesterinwert zu erkranken ist geringer. Das Herz kann besser arbeiten und ein Krebsrisiko ist auch niedriger. Ne? Also das sollte man nicht außer Acht lassen und das sind sehr, sehr wichtige Punkte, ne? Die zum Beispiel dafür sprechen. Aber ob man sich am Ende vegan ernähren und ob man am Ende auch vegan leben will oder halt nicht, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber bitte erst als Erwachsener. Fakt ist, Veganer leben und essen selbstbewusster. Es gibt also viele Vorteile, aber auch viele Nachteile beim Thema vegan. Sicherlich gibt es noch viel mehr Punkte, aber die hätten alle nicht ins Video gepasst. Wenn euch das Thema interessiert, schreibt gerne in die Kommentare, ob ich nochmal ein Video zu diesem Thema machen soll. Und auch wenn heute mehr die Nachteile besprochen wurden, könnt ihr mir glauben, es gibt genauso viele Punkte, die dafür sprechen. Und für alle, die sich jetzt gekränkt fühlen könnten, weil sie so an ihrem Veganismus hängen. Es ist absolut in Ordnung, so zu leben und auch nachvollziehbar. Macht so weiter, wenn ihr euch damit glücklich fühlt. Aber achtet auch bitte auf eure Gesundheit. Die geht stets vor. Der Mensch ist als Allesfresser geboren. Und ihn von jetzt auf gleich in der Struktur verändern zu wollen, kann sehr gefährlich werden. Dieses Video soll kein Hassvideo gegen Veganismus sein, sondern lediglich darauf hinweisen, dass wenn man vegan leben und essen will, sich vorher genau informieren sollte. Nicht für jeden ist der vegane Weg der richtige. Ich bin ehrlich, ich könnte nicht auf so viele Sachen verzichten wie Veganer. Deshalb Respekt davor. Ich könnte mir aber auch nicht täglich tonnenweise Fleisch in den Mund stopfen. Eine bewusstere und abwechslungsreiche Ernährung, die von allem ein bisschen enthält, halte ich für das Beste. Also ein Mittelweg. Das war echt klasse. Vielen Dank. Das Thema ist echt interessant und man könnte stundenlang darüber diskutieren. Aber am Ende sollte jeder selbst entscheiden, was für ihn die richtige Ernährung ist. Ich fresse lieber Früchte und du lieber Bratwürste und keiner hat mit dem Essen des anderen ein Problem. So sollte es überall sein. Das stimmt, Pius. Aber jetzt muss ich weiter. Es ist schließlich noch ein weiter Weg für mich, bis ich aus dem Wald raus und am Rheinufer in Duisburg angekommen bin. Und was ist jetzt deine nächste Station im Wald? Die nächste Station wird beim Zauberwichtel Zoppo sein. Dieser hat mich nämlich darum gebeten, ihm über die ungewöhnlichsten Tiere der Welt zu berichten. Oh, wie interessant. Na dann, viel Spaß und komm gut an. Danke, Pius. Ciao.